So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Hashtag Real Talk. Ja, wir wollen heute uns anschauen, was genau ihr eigentlich tun könnt, damit ihr den perfekten PC für euch findet. Und ja, diese Technik lässt sich natürlich auch eins zu eins übertragen auf Laptops. Und das heißt, oder Notebooks besser gesagt. Das heißt, ja, ihr könnt hier lernen, wie ihr quasi den perfekten Rechner für euch zusammenbaut anhand von dem, was ihr tut. Viele von euch wissen es wahrscheinlich, aber ich gehe auch davon aus, dass es ein paar Leute nicht wissen, weil ich diese Frage sehr häufig bekomme. Deswegen hier dieses Video dazu. Okay, fangen wir an. Ein PC besteht im Endeffekt aus, nun ja, vier Komponenten, die seine Leistung wirklich bestimmen. Das ist zum einen mal die CPU bzw. der Prozessor. Der Prozessor gibt euch quasi an, wie viele Rechenoperationen er pro Sekunde durchführen kann. Das ist ungefähr, naja, so ziemlich das Herzstück, was die Geschwindigkeit eures PCs angeht. Dann haben wir natürlich noch den Arbeitsspeicher. Das ist der Speicher, wo Anwendungen, also zum Beispiel der Browser, zum Beispiel Chrome, ja, ihre Daten ablegen, während sie gerade am Laufen sind. Und dann haben wir noch die GPU, die Grafikkarte, die für Grafikanwendungen zuständig ist. Und mittlerweile werden das immer mehr Grafikanwendungen. Also euer Desktop benutzt auch die GPU, ja, also die Grafikkarte. Und dann haben wir natürlich noch die Festplatte, die im Endeffekt nur bestimmt, wie viel ihr speichern könnt. Das bedeutet, wie viele Daten, wie viele Bilder, wie viele Videos, wie viele Daten ihr speichern könnt. Das bezieht sich allerdings nicht auf die laufenden Programme. Das bedeutet, ein laufendes Programm wird in den seltensten Fällen auf die Festplatte schreiben, und wenn es das tut, dann ist das ein sehr, sehr langsamer Vorgang. Das heißt, die einzige Sache, die man bei einer Festplatte beachten muss, ist, dass sie groß genug ist für den persönlichen Bedarf. Da muss jeder selber wissen, wie viele Daten er eigentlich speichert. Und was ich stark empfehle, eine SSD-Festplatte. Es gibt SSDs und es gibt HDDs. Die SSDs sind deutlich schneller, vor allem wenn ein Betriebssystem oder Programm drauf liegt, das dann geladen werden soll. Also zum Beispiel das Betriebssystem, wenn das auf einer SSD liegt, dann ist das deutlich, deutlich schneller. So, das jetzt mal beiseite genommen, wir wollen uns konzentrieren auf CPU, also Prozessor, Grafikkarte und Arbeitsspeicher. Das sind die drei Komponenten, die eigentlich so wirklich eure Geschwindigkeit bestimmen. Und ja, ich weiß durchaus, dass es noch andere Faktoren gibt, wie zum Beispiel ein Mainboard, ein Bus oder die Busgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Aber das habt ihr in den seltensten Fällen wirklich komplett in der Hand, beziehungsweise macht dann auch im Endeffekt den Kohl nicht mehr fett. Okay. Dann lasst uns mal die Use Cases angucken. Und ja, ich habe mir hier mal so ziemlich alle rausgeschrieben, die für mich irgendwie in den Kopf kamen. Wenn ihr da noch Use Cases ergänzen wollt, schaut in die Kommandozeile, Kommentarspalte für die, die neu bei mir sind. Und ja, dort findet ihr dann hoffentlich noch Ergänzungen. Aber wir fangen an mit den Anwendungen, die am wenigsten Leistung brauchen. Okay? Das heißt, das, was am günstigsten ist. Da haben wir zum einen mal Musik hören, Podcast hören, Browsing, wobei Musik hören und Podcast hören machen die meisten Leute mittlerweile, glaube ich, eh auf dem Handy. Browsen und Videos gucken kann durchaus auch schon mal ein kleines bisschen anspruchsvoll sein. Ihr wisst, wie viel Arbeitsspeicher Chrome teilweise frisst, aber das ist alles in einem absolut verträglichen Rahmen. Chrome nimmt sich einfach alles, was offen ist. Das heißt, der nimmt sich halt, wenn ihr 12 GB habt, mehr, als wenn ihr 4 GB Arbeitsspeicher habt. Also von dem her nicht wirklich relevant. Für diese vier Anwendungszwecke, also Browsen, Videos gucken, Musik hören und Podcast hören, müsst ihr eigentlich nicht wirklich irgendwas beachten oder Bilder angucken. Ja, da müsst ihr nicht wirklich irgendwas beachten. Das ist eigentlich mit jedem Rechner heutzutage ohne Probleme möglich, wenn ihr den nicht aus vor 10 Jahren ausgrabt, okay? Dann haben wir einmal die Sachen, die wahrscheinlich für meine Zuschauer am interessantesten sein sollen: Coden und Hacken. Ja? Coden ist so eine Sache, man hat einige Anwendungen offen beim Coden. Das bedeutet, man braucht dementsprechend ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, wenn man es wirklich in einem großen Stil macht. Das heißt, da liegen vielleicht Datenbanken rum, die in einem Arbeitsspeicher dann geladen sind. Da liegt dann die IDE rum, die im Arbeitsspeicher geladen ist. Dann liegen da vielleicht noch einige Dateien rum, die man braucht, also zum Beispiel irgendwelche Textdateien und sowas. Und das ist natürlich schon ein kleines bisschen anstrengend. Zudem, gerade fürs Hacken und fürs Coden, ist die CPU, also der Prozessor, ein hin und wieder mal ein klein wenig ausgelastet. Aber es macht nichts, wenn ihr einen schwächeren Prozessor habt, dann dauert es halt einfach ein klein bisschen länger sozusagen, bis ihr eure Anwendung dann zu Ende ausgeführt habt. Also eigentlich keine Sache, die wirklich anstrengend ist. Was das Hacken angeht, viele Leute verstehen unter Hacken Passwort cracken, und dazu braucht man eine
unglaublich starke Grafikkarte. Je stärker die Grafikkarte ist, desto stärker ist das Ganze. Aber in der Praxis macht man das beim Hacken oder beim Pentesten eigentlich wirklich sehr selten. Und falls man es dann doch mal machen muss und man hat einen sehr, sehr leistungsschwachen Rechner, kann man das Ganze immer noch in der Cloud machen. Also einfach kurz einen Amazon-Server mieten und dort die Passwörter cracken, dann hat man eigentlich seine Lösung. Das heißt, als Fazit für Coden und Hacken, relativ wenig Leistung eigentlich nötig, ein kleines bisschen mehr Arbeitsspeicher, als wenn ihr einfach nur den Browser bedienen wollt oder nur Musik hören wollt zum Beispiel. So, als nächstes Office. Wir haben viele Leute, wollen einfach nur Office machen. Office ist teilweise ein kleines bisschen anstrengender, aber fällt eigentlich auch in die Kategorie von Coden und Hacken. Das heißt, je nachdem, wie krass groß eure Programme sind, je nachdem, wie fett eure CSV-Dateien oder Excel-Dateien oder PowerPoint-Präsentationen werden, braucht ihr vor allem für PowerPoint schon ein wenig mehr Arbeitsspeicher. Und was hier vielleicht sich vom Coden und vom Hacken unterscheidet, ihr braucht, auch wenn ihr PowerPoint-Präsentationen zeigen wollt, ein kleines bisschen mehr CPU-Leistung. Ja, das, weil diese Animationen dann, die müssen alle animiert werden und teilweise geht das sogar mit der Grafikkarte. Das heißt, da ist ein kleines bisschen mehr Leistung drin, die man bräuchte, aber es ist eigentlich nicht wirklich anstrengend. So, dann zu den nächsten kreativen Sachen, Musik selbst machen, Photoshop bzw. Bildbearbeitung generell. Ja, Photoshop ist bei mir zumindest ein absolutes Monster, was die Arbeitsspeicherauslastung angeht. Also wenn euer Bild da wirklich groß ist, viele Ebenen hat, dann wird das wirklich, wirklich, wirklich groß. Ja? Also das ist dann schon einfach auch mal mehrere Gigabyte groß. Und wenn ihr effizient mit Photoshop dann arbeiten wollt, dann muss das eigentlich alles im Arbeitsspeicher sein. Und dementsprechend kann ich euch für Photoshop wirklich viel Arbeitsspeicher empfehlen, weil auch sehr viel, naja, in der laufenden Anwendung ist. Wenn euer Arbeitsspeicher jetzt zu klein wäre, sagen wir mal, für eine Bildbearbeitungssoftware oder auch zur Musik selbst komponieren, wobei das eher selten der Fall ist, glaube ich, aber wenn das jetzt mal angenommen so ist bei Photoshop, dann passiert Folgendes. Photoshop lagert das Zeug auf eure Festplatte aus, weil es im Endeffekt nicht mehr genug Platz hat im Arbeitsspeicher. Das macht das Betriebssystem automatisch, wenn ihr zu wenig Arbeitsspeicher habt. Das kann dazu führen, dass die Anwendung sehr viel langsamer wird. Das heißt, ich empfehle euch stark, genug Arbeitsspeicher für Photoshop zu haben. Und wenn ihr wirklich gigantische Bilder bearbeitet, dann würde ich euch hier tatsächlich in Richtung 32 GB empfehlen. Mir reichen allerdings, ich mache ja auch hier permanent meine YouTube-Thumbnails damit und teilweise auch Grafiken in YouTube und so weiter. Und ja, mir reichen hier eigentlich, also ich hatte vor meinem letzten Mal aufrüsten, hatte ich 12 GB Arbeitsspeicher, mittlerweile habe ich 24, die reichen mir super easy aus. Also wirklich, die sind nicht mal annähernd in Richtung voll, ja. Also im Normalfall reichen euch da 8 GB eigentlich aus für das, was ihr bei Photoshop braucht. Aber es kann sinnvoll sein, wenn ihr wirklich große Sachen macht, da hochzugehen. So, das nächste große kreative Ding, was ich auch in letzter Zeit sehr viel mache, auch für dieses Video hier, ist Videoschnitt. Videoschnitt ist eine ziemlich krasse Belastung für den Rechner, wer hätte es gedacht, weil ihr im Endeffekt da Effekte reinpackt, ihr wollt natürlich diese Effekte angucken und hier kommt es jetzt stark drauf an, was genau ihr eigentlich schneidet. Also schneidet ihr 4K-Videos, schneidet ihr mit vielen Effekten, schneidet ihr wirklich mit einer großen Auflösung und macht ihr vielleicht sogar noch Spezialeffekte rein. Das heißt, rendert ihr dann tatsächlich auch neue Effekte, generiert ihr Sachen aus dem Nichts, irgendwie Feuer oder sowas. Da wird es dann richtig krass, ja. Da braucht ihr eine sehr, sehr starke CPU und Grafikkarte, weil ihr die ganzen Sachen, die eigentlich nicht für Echtzeit gedacht sind, zumindest in der Vorschau in grob Echtzeit angucken wollt. Und bei mir ist es dann immer so, ich muss teilweise wirklich Abschnitte überspringen, die eben noch nicht vorgerendert sind, weil ich die einfach nicht angucken kann, weil mein Rechner zu schwach ist für sowas. Da braucht man eine sehr starke CPU dafür und auch eine sehr starke Grafikkarte und sehr viel Arbeitsspeicher. Deswegen, da braucht ihr schon wirklich einen hotten Rechner, ja. Aber je nachdem, wenn ihr da, sagen wir mal, auch auf Full HD euch beschränkt, das heißt nicht so krasse Sachen macht und wenn euch das eigentlich egal ist, wenn ihr zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel immer mal wieder diesen Texteffekt, den ihr da seht, wenn ich neue Kapitel reinmache, dann ist das bei mir sozusagen ein Effekt, den ich einfach reinziehe, dann tippe ich den Text da ein und dann weiß ich eigentlich, dass der ganz gut aussieht. Ich muss nur nochmal gucken, ob der von der Größe richtig ist und dann ist das eigentlich in Ordnung, wenn ich da diese Effekte an sich überspringe und einfach nur ein Standbild mir generiere.
Von dem her, mein Rechner reicht mir dafür easy aus. Und das heißt, wieder mal 24 GB Arbeitsspeicher und, naja, einen Prozessor von vor 5 Jahren. Also nicht gerade das Modernste vom Modernen. Also geht eigentlich schon ganz gut klar. Grafikkarte ist bei mir eigentlich schon eine Gamer-Grafikkarte, aber die reicht dafür easy aus. Und ja, deswegen, wenn ihr euch da auf Full HD beschränkt, dann ist das überhaupt kein Problem. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt: Hosting. Hosting ist was wahrscheinlich auch viele von euch machen werden, weil ihr natürlich auch ja hier meinen Kanal guckt, nehme ich mal an, und da machen wir ja auch so Sachen. Und nehmen wir jetzt einfach mal an, ihr habt so Sachen wie eine eigene Cloud oder ihr habt also zum Beispiel sowas wie eine Nextcloud oder eine OwnCloud. Nehmen wir an, ihr habt einen Minecraft-Server, nehmen wir an, ihr habt einen privaten TeamSpeak-Server, nehmen wir an, ihr habt eine Website am Laufen, all das bei euch lokal in eurem eigenen Rechner. Also nicht in dem Rechner, den ihr wirklich benutzt, sondern halt vielleicht in einem separaten Rechner. Wie stark sollte der Rechner dann sein? Nur beim Hosting ist es so, in den seltensten Fällen ist wirklich die CPU entscheidend. Das kommt dann erst, wenn wirklich viel berechnet werden muss. Aber in den meisten Fällen muss der Rechner, also der Server, eigentlich gar nicht so viel berechnen. Und in den meisten Fällen reicht es dann eigentlich, wenn ihr sehr viel Arbeitsspeicher habt. Meistens ist der Arbeitsspeicher das Limitierende. Und wenn ihr hier wirklich einen fetten, fetten Minecraft-Server zum Beispiel habt oder einen wirklich großen TeamSpeak-Server, wo viele Leute drauf sollen auf einmal, dann kann es schon sein, dass ihr Richtung 32, 64 oder sogar noch mehr Arbeitsspeicher braucht, um das alles zu befriedigen. In den meisten Fällen, privat vor allem, reicht aber eigentlich auch ein ganz normaler Raspberry Pi zum Hosten. Das heißt, da könnt ihr wirklich die günstigste aller Hardware nehmen sozusagen. Also das ist nicht so stark. Ich weiß, ich habe versucht, das so ein kleines bisschen nach Leistung zu sortieren, aber im Endeffekt ist das halt auch stark davon abhängig, was genau ihr damit macht. So, dann wahrscheinlich der Punkt, der für alle relevant sein sollte, und zwar Gaming. Ja, wer hätte es gedacht, Gaming frisst Hardware ohne Ende, aber wir sind noch nicht beim Top Anbieter sozusagen, was Hardwarefressen angeht. Und nein, Chrome steht nicht auf Platz 1. Chrome hatten wir schon. Ja, Gaming. Gaming ist so eine Sache. Es kommt drauf an, was ihr spielt. Wenn ihr, sagen wir mal, sowas wie Dead Cells oder sowas spielt, also wirklich diese Spiele, die 2D sind, nicht so krass grafisch anspruchsvoll, dann reicht euch wirklich ein Laptop dafür aus. Und zwar easy. Wenn ihr jetzt allerdings hergeht und ihr sagt, hey, AAA-Titel it is. Ich habe gerade mit Horizon angefangen. Horizon Zero Dawn, wer es nicht kennt, geiles Spiel. Keine Werbung, die übrigens bezahlt ist. Einfach nur so meine Meinung. Ja, das sind schon Spiele, die krass an euren Ressourcen fressen. Und zwar als allererstes natürlich an der Grafikkarte, weil hier die Grafik ganz gut berechnet werden muss und möglichst geil aussehen muss. Das heißt, hier müsst ihr ordentlich investieren, um ein wirklich gutes Bild hinzukriegen. Aber man kann Spiele natürlich auch mit sehr, sehr wenig Hardware spielen an sich, indem man einfach die Einstellung runterdreht. Ja, also Anti-Aliasing rausnehmen, Auflösung runterdrehen im Zweifelsfall, sieht dann halt lang nicht mehr so geil aus, aber man kann es tun. Das zweite und dritte, was dabei beeinflusst wird beim Zocken, ist natürlich auch noch CPU und RAM, also Arbeitsspeicher. CPU wird meistens eher nicht so stark beeinflusst wie die Grafikkarte. Aber es kam schon vor, wie zum Beispiel bei Assassin's Creed, dass die CPU ein essentieller Faktor war, weil sie zu viel nicht auf der Grafikkarte berechnen lassen haben, wie zum Beispiel den Kopierschutz. Bei Assassin's Creed war es teilweise mal so, dass der Kopierschutz wirklich der limitierende Faktor war. Der hat einfach 100% eurer CPU genommen und dadurch kam es zu Rucklern und das war wirklich sehr, sehr nervig. Deswegen, die CPU ist auch nicht gerade unwichtig, vor allem bei AAA-Spielen. Aber wenn ihr da nicht unbedingt die krassesten Sachen auf ganz, ganz hoch zocken wollt, könnt ihr ja auch getrost ein paar billigere Sachen als das High-End nehmen. So, was könnte über Gaming wohl stehen? Es sind noch zwei Sachen. Ich lasse euch jetzt mal ganz kurz mich pausieren und einmal kurz auf Like drücken und dann kurz kommentieren und dann kurz überlegen, was auf Platz 2 und Platz 1 stehen könnte. Von den leistungsfressendsten Dingern überhaupt. Jo, leistungsfressender als Gaming ist natürlich Spiele selber entwickeln. Weil ihr müsst, also klar, es ist auch wieder stark davon abhängig, was genau ihr tut, aber ihr müsst das Ding natürlich vorberechnen. Also in einem Spiel ist viel effizienter alles gemacht und wenn ihr das Ganze so ausprobiert, in wirklich maximaler Leistung, dann ist das natürlich super, super anstrengend für die Hardware. Aber wenn ihr nur so 2D-Spiele entwickelt, dann gilt natürlich ungefähr dasselbe wie fürs Gaming. Es ist deutlich billiger als das AAA-Titel entwickeln. Aber gut, trotzdem, Spiele entwickeln kann wirklich ressourcenfressend sein, ist trotzdem auf Platz 2, weil es Potenzial hat, stärker anspruchsvoll zu sein als Gaming. Und natürlich auf Platz 1 haben wir 3D-Modellierung, Rendering und Animation. Ja, natürlich.
Wenn ihr wirklich mit Programmen wie zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal Maya hier oder Blender, Blender ist vielleicht ein gutes Beispiel, Sachen animiert. Das heißt, ihr baut euch sozusagen eine Kugel und da fließt Wasser rein. Ja? Dann ist natürlich jedes Quäntchen Hardware entscheidend, wie schnell das berechnet wird. Und ihr werdet in den meisten Fällen mehrere Stunden bis Tage dran sitzen, bis so eine Szene fertig ist. Je stärker eure Hardware ist und hier natürlich auch wieder auf die Grafikkarte, je stärker die Grafikkarte hauptsächlich ist, desto stärker oder desto schneller seid ihr auch fertig mit dem ganzen Ding. Aber im Grunde ist 3D-Modellierung und vor allem auch Rendering und Animationen, sowas wie bei Avatar zum Beispiel, bei dem Film, das hat einfach ewig gedauert und die haben das auf wirklich Hochleistungsservern laufen lassen und es dauert halt trotzdem ewig, weil es einfach so unglaublich anspruchsvoll ist. Ja. Aber jetzt wisst ihr, was ihr ungefähr braucht. Jetzt wisst ihr aber immer noch nicht, wie ihr das Ganze eigentlich, naja, wie ihr aussuchen sollt, welche Hardware für euch die perfekte ist. Und dazu machen wir jetzt mal ein ganz kurzes Experiment. Ihr sucht euch jetzt einfach mal das Produkt raus, was euch interessiert. Sei es, wenn ihr einen PC zusammenbauen wollt, wirklich das einzelne Hardware-Teil, also zum Beispiel einen Prozessor, sucht ihr euch aus und dann geht ihr auf diese Website hier. Und dann schaut ihr dort nach, was euer Benchmark für diesen Prozessor eigentlich leistet. Ja? Und dann könnt ihr vergleichen, okay, wie viel Benchmark habe ich jetzt eigentlich mit diesem Prozessor und wie viel Benchmark habe ich mit einem anderen Prozessor, den ich mir auch angucken kann. Und dann könnt ihr zum Beispiel einen Preisvergleich machen. So, und jetzt würde ich euch mal empfehlen, ihr stellt euch euren PC zusammen oder euren Laptop, sucht euch einen Laptop aus. Und anhand von dem, was ihr ausgeben wollt, maximal sucht ihr euch den Laptop raus oder sucht euch einige Modelle raus und sucht mal in diesem Preisschema, was da die Hardware zu bieten hat. Und dann vergleicht ihr einfach, welcher von diesen Prozessoren bietet oder welche von diesen Grafikkarten bietet eigentlich mehr. Braucht ihr zum Beispiel eine stärkere Grafikkarte, dann achtet halt mehr auf die Grafikkarte und da den Benchmark. Braucht ihr eine stärkere CPU, also einen stärkeren Prozessor, anhand von dem, was wir gerade geklärt haben, oder mehr Arbeitsspeicher, dann achtet ihr eben da drauf. Bei Arbeitsspeicher kommt es hauptsächlich darauf an, wie viel es ist. Aber bei CPU, also Prozessor und Grafikkarte, kommt es hauptsächlich darauf an, welchen Chip das ganze Ding hat, weil die natürlich dann dementsprechend die Geschwindigkeit bestimmen. So, und jetzt geht ihr einfach hier und vergleicht innerhalb dieser möglichen Produkte, welche Hardware eigentlich für euch überhaupt in Frage kommt und was für euch besser treffend ist und was vielleicht auch bessere Preis-Leistung hat. Ja, und dann baut ihr euch einfach aus eurem Budget selbst zusammen, beziehungsweise sucht euch das raus, was am besten zu euch passt für euer Budget und für eure Anforderungen. Und nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel. Wir sagen, wir wollen Videoschnitt. Nee, wir wollen Bildbearbeitung. Nee, wir nehmen was anderes. Wir nehmen Gaming. Ja, wir nehmen Gaming. Weil man da schön sagen kann, okay, wir brauchen eine starke Grafikkarte, der Rest ist jetzt nicht so relevant, aber sollte trotzdem nicht scheiße sein. Jetzt gehen wir einfach mal zu den Laptops hin und suchen uns dort in einem Budget von 600 € raus, was interessant für uns ist. Und dann gehen wir mal kurz her und vergleichen die Grafikkarten, Benchmarks davon, weil die natürlich am relevantesten sind. Ja, und dann schauen wir uns einfach kurz an, okay, wie sieht es denn bei welchem aus und nehmen dann natürlich der am besten zu uns passt. Jo, das war's eigentlich schon wieder. Ist ein längeres Video geworden. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Wenn ihr noch Fragen habt, schaut bitte in die Beschreibung. Es kann sein, dass ich hier was vergessen habe. Und schaut bitte auch in die Kommentare, falls ihr irgendeine Frage habt. Eventuell ergänze ich natürlich dort in der Beschreibung bzw. in den Kommentaren. Und ja, nicht vergessen, auch mich zu abonnieren und so weiter und so fort. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.